Jody. Meine kleine Prinzessin. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Ihr arbeitet mit der Army? Oh, Nathan hatte gar keine Wahl. Sie finanzieren's. Dafür fordern sie die intensive Erforschung möglicher militärischer Anwendungen. Unglaublich. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jody, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jody. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Hey! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, fahr einfach. Hey, ich warte doch jetzt nicht im Wagen. Wo
Cole, warte! Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Können Sie mir helfen? Hören Sie, sie ist meine Mutter. Und ich habe sie nicht gesehen seit... Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Okay, dieses Mal hat es also nicht geklappt. Was jetzt? Ich bin ja dabei. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Hey, in welchem Zimmer liegt sie denn? Ich find's raus. Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. So weit, so gut. Was jetzt? Heidenheim, öffne irgendwie diese Tür. Mist, du musst zuerst die Wache ablenken. Security? Ja, hallo. Aiden, hinter dir. Irgendwas geben. Sehr gut, Al. Jetzt mach die Tür auf. Komm schon. Irgendwas geben. Nein, er ist zu weit weg. Ja.
Bring ihn her, Aiden. Geisteskranke machen mir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Lass mich allein! Lass das. Ich bitte dich. Bitte, stopp! Nicht weh. Ich bin's. Jody. Ich bin deine Tochter. Und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's nie überlegt! Ich will mein Baby! Bitte! Bitte! Ich will sie sehen! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid.
tut mir leid. Es war meine Schuld. Was willst du mir zeigen? Zerstör das Ding, Aiden. Zerstör es jetzt! Ich hab dich so vermisst. Was ist passiert? Was haben sie dir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Nein, ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jodie. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Thank you.
Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jody, schön, dich zu sehen. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen? Du siehst so erledigt aus. Aber du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Komm her, setz dich doch. Und, wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Wie konnten die mich finden? Sie haben dich schon seit deiner Flucht beobachtet. Sie wollten dich töten. Aber ich habe sie überzeugen können, noch eine Weile zu warten und dich zu überwachen. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora. Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jody. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, habe dich beschützt mit allem, was ich hatte. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA? Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jody. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jody? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern.